Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und ich bin dein Coach für diese Videoreihe zum Arbeitsblatt Relative Häufigkeiten und Baumdiagramme. Du findest es auf der Website von Mathematik macht Freude, Freunde unter der Rubrik Kompetenzmaterialien. Du findest dort auch eine ausgearbeitete Version für den Fall, dass du die Musterlösung als Vergleich für deine Lösungen brauchst. Du solltest das Arbeitsblatt jetzt entweder ausgedruckt oder digital vor dir haben. Und darüber hinaus brauchst du auch noch ein bisschen Vorwissen, damit wir es gemeinsam bearbeiten können. Unter anderem solltest du bereits wissen, wie man Strichlisten erstellt. Damit du dir besser vorstellen kannst, was ich meine, habe ich ein kleines Beispiel für dich. Ich habe vorhin kurz aus dem Fenster geschaut und dabei gezählt, wie viele Fahrzeuge vorbeifahren. Das waren in diesem Fall 8 Fahrräder und 21 Autos. Jedes Mal, wenn ein Fahrrad vorbeigefahren ist, habe ich einen Strich gezeichnet und für die Autos dasselbe. Das nächste, was du können solltest, ist mit Tabellen arbeiten. Dazu gehört unter anderem Tabellen erstellen, also aufzeichnen, ausfüllen, das heißt Werte und Beschriftungen eintragen. Hier wären die Werte zum Beispiel, wenn wir das mit der Strichliste von vorher verbinden, 8 Fahrräder und 21 Autos. Und zu guter Letzt sollst du auch wissen, wie man Tabellen liest. Dazu gehört unter anderem, wo die Zeilen und wo die Spalten in einer Tabelle sind. Hier kurzes Beispiel. Wir haben einmal waagrecht die Zeile für die Anzahl der Fahrzeuge und senkrecht, das sind die Spalten, haben wir hier zum Beispiel die Spalte für die Fahrräder. Der nächste Punkt ist die Umwandlung zwischen Brüchen, Dezimalzahlen und Prozentsätzen. Auch hier habe ich wieder ein kleines Beispiel für dich. Der Bruch, ein halbes, ist gleich 0,5 als Dezimalzahl oder 50% als Prozentsatz. Der nächste Punkt ist das Zeichnen und Beschriften von Baumdiagrammen. Ich habe hier ein Beispiel eingeblendet, hier sehen wir ein Baumdiagramm. Du sollst also wissen, wie man es zeichnet und auch, welche Beschriftungen hier über die Zweige oder Äste in diesem Baum, deswegen heißt das so, drüber kommen. Und der letzte Punkt, du sollst wissen, was die erste und die zweite Pfadregel sind und wie man damit arbeitet. Speziell zu den letzten beiden Punkten, also zu den Baumdiagrammen und der ersten und zweiten Pfadregel, würde ich dich auf die Videoreihe von meinem Kollegen Jan verweisen, der das Arbeitsblatt Wahrscheinlichkeiten und Baumdiagramme macht. Das sind jetzt also die Sachen, die du mitbringen solltest. Jetzt kommen wir zu denen, die ich dir mitgeben möchte. Die Ziele für diese Videoreihe sind nämlich zuallererst einmal die Arten der Häufigkeiten. Du wirst kennenlernen, was die absolute, die relative und die prozentuelle Häufigkeit sind. Dazu gehört, wie man sie bestimmt und wie man sie umwandelt, das heißt, wie man von einer Häufigkeit zu den anderen wechselt. Als Beispiel, das haben wir nämlich vorher schon gehabt, die absolute Häufigkeit bekommen wir, indem wir zählen. Wie bei den Fahrzeugen, wenn ich jetzt die Anzahl der Fahrräder zähle, die vorbeifahren, dann komme ich auf die absolute Häufigkeit 8. Um die relative Häufigkeit zu erhalten, muss ich den Anteil der absoluten Häufigkeit an allen Werten, die ich gezählt habe, berechnen. Und die prozentuelle Häufigkeit erhalte ich, indem ich die relative einfach in eine Prozentzahl umwandle. Du siehst also, diese drei Häufigkeiten sind ganz eng miteinander verbunden. Und wir können auch damit rechnen. Wir werden dazu dann einige Beispiele machen und auch kennenlernen, was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Häufigkeiten sind. Jede Häufigkeit hat nämlich eine bestimmte Eigenschaft. Manche davon sind ähnlich, manche sind unterschiedlich. Und je nachdem, was wir damit darstellen möchten, gibt es bestimmte Vor- und Nachteile. Der nächste Punkt, den du lernen wirst, ist, wie man Häufigkeitstabellen erstellt und wie man sie ausfüllt. Aber eines gleich vorweg, Häufigkeitstabellen funktionieren genauso wie die Tabellen, die du jetzt auch vielleicht schon kennst. Der einzige Unterschied sind, wie gesagt, nur die Häufigkeitswerte, die darin vorkommen. Und zu guter Letzt, wie auch im Videotitel schon verraten wird, Häufigkeiten mit Baumdiagrammen verbinden, meine in diesem Fall, ähnlich wie bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wir Häufigkeitswerte dazu verwenden, um Baumdiagramme zu beschriften und dann in weiterer Folge damit zu arbeiten. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.